Meine geschätzten Damen und Herren, liebe Freunde des Morton Events, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die sich heute Zeit genommen haben und mit uns die Weinsegnung hier mitfeiern. Es freut mich ganz besonders, dass du, Clemens, Zeit gefunden hast. Du bist schwer engagiert und gerade in den letzten Tagen sehr stark gefordert, weintechnischer Natur. Herzlich willkommen bei uns. Danke fürs Kommen. Musikalisch haben sie uns schon begrüßt, die zwei Herren, sind glaube ich jedem im Saal bekannt. Das Donauland-Duo wird uns die Stunden danach, nach der Segnung, glaube ich ein bisschen verkürzen, sagt Albert. Ihr habt ja gesagt verlängern. Danke fürs Kommen. Das Jahr geht dem Ende zu, die Ernte ist eingebracht. Und es ist immer so, dass quasi jetzt das vollendet wird, wo der Winzer das ganze Jahr daran gearbeitet hat. Und jeder, der schon gespannt ist, was kann der neue Jahrgang, wie wird er. Dass es nicht einfach war, das weiß ich auch jeder Gartenbesitzer. Für einen Winzer ist das umso schwieriger. Aber wie es genau war, das wird uns der Andreas jetzt kurz schildern. Danke. Ja, das Weinjahr 2016 ist wie alle Jahre wieder anders gewesen, also es ist halt jedes Jahr eine neue Herausforderung. Wie hat es begonnen, 2016? Eigentlich überdurchschnittlich warm. Ja, es ist Jänner, Februar, März so eigentlich von der Temperatur höher als andere Jahre. Austrieb dann wunderbar und dann ist eigentlich der große Schock. Für uns eher weniger, wir haben es eigentlich im Ort ganz gut überstanden, aber dann ist der große Frost gekommen, der Teile in der Wachau natürlich betroffen hat, ob jetzt Arnsdorf oder Spitz oder nicht nur in der Wachau, natürlich auch Steiermark extrem, Burgenland extrem, Mittelburgenland glaube ich auch teilweise bis zu 50% Ausfall durch diese kalten Nächte. Da waren bei uns war es nicht so schlimm, wir haben so 3-4 Nächte hindurch, aber jetzt nicht so minus 4, minus 5, minus 6, wie es im Spitzer Graben gehabt haben und da alles zu 100% oder nahe dazu kaputt war. Ja, wir haben, wie gesagt, das relativ gut überstanden. Wie ist der Sommer verlaufen? Eigentlich die nächste große Herausforderung. Jetzt haben wir das mit dem Frost gut überstanden und dann hat es halt extrem viel geregnet und wir waren halt sehr beschäftigt mit der ganzen Laubarbeit, dass das halbwegs gesund bleibt, das ganze Material. Und das war halt unsere große Aufgabe, dass wir das an und für sich relativ unbeschadet bis in den Herbst retten. Und dann, wann hat es begonnen? Wir haben halt so ja, Mitte, Ende September ist losgegangen mit der Ernte und es war ja bei uns teilweise ein schöner, sage ich mal, Ansatz, schöner Behang von den Trauben, sehr viel manchmal und dadurch hatten wir von Anfang an nicht oft die Zuckergrade, die wir uns gewünscht hätten, so wie wir letztes Jahr halt verwöhnt waren. Dadurch haben wir halt natürlich des Öfteren selektioniert und probiert, dass man halt das Maximum rausholt. Und was ist dann passiert? Wir haben halt extrem lange geerntet. Also so 5-6 Wochen war für die meisten, sage ich mal, fast Bedingung, dass man halbwegs was Gutes reingebracht hat. Und, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ist das ein wunderbarer Jahrgang und Herausforderung schon, aber wieder, glaube ich, alles sehr gut gemeistert. Eine ganz oft gestellte Frage an mich oder an andere Winzer natürlich auch und im Vergleich zu den anderen Jahren, wie wird er jetzt? Wird es ein Jahrhundertwein oder keiner? Ja, das mit dem Jahrhundertwein lassen wir halt einmal so wie es ist, ja. Aber was man schon sagen muss, das 14er Jahr war ja natürlich ganz was anderes, ja. Dann 15, letztes Jahr war ja alles traumhaft. 14 eher leichtere Weine, 15 eher kräftigere Sachen, ja. Da hat man halt fast nichts Leichtes an und für sich irgendwo erwischt. 16 hat eine riesengroße Bandbreite und Vielfalt. Ja, durch das, dass die Leserzeit halt 5-6 Wochen war, hast du alles dabei. Also sollte für jeden Gaumen was dabei sein, was Leichtes, Spritziges, Knackiges,
Und jetzt zum Schluss haben wir wirklich schöne Smaragdqualitäten ernten können, die enorm viel Zucker gerade gehabt haben und sicher sehr viel Kraft und Potenzial haben. Also sollte alles dabei sein. Danke. Das ist ja das Erfreuliche, dass er jedes Jahr anders ist und kaum ein anderes Produkt als der Wein sind so vom Wetter abhängig und dadurch auch die großen Jahrgangsunterschiede. Und das Coca-Cola schmeckt halt immer gleich, aber beim Wein kann man sich immer schon auf den nächsten freuen und somit ist das sehr erfrischend und belebend. Danke, Andreas. Clemens, ich darf dich nun bitten, den Segen über unsere Jungweine zu erbitten. Prominenter Ministrant. Ja, gerne sehe ich den jungen Wein und mit diesem jungen Wein den Jahrgang und denke dabei, lieber Heinz, lieber Herr Bürgermeister und lieber Weinbauverein, lieber Obmann und alle, die mit dabei sind bei uns im Mautern und Winzern. Ich denke mal, die Weinsegnung ist mehr, als dass man wirklich beieinander ist durch noch verlängernde Musik, sondern was unbedingt dazugehört, ja, so sehr bewusst genießen, damit das passiert, wozu eigentlich der Wein gekauft wird, in unserer Region, im Land und darüber hinaus, wohin überall unsere Weine gehen werden. Und damit hängt er zusammen, so dieses ganze Jahr, bewusst worden, der Wein, der produziert wird, ist so eines der ganz wenigen Produkte, die man von Anfang an bis zum Schluss und bis zum Verbrauch selber begleitet. Die Winzer, die noch den Heiligen dazu haben, die Direktvermarkter und so weiter. Ich möchte also hineinnehmen diesen ganzen Weg durchs Jahr und alle Leute, die damit zu tun haben. Und schließlich, dass der Segen Güter dem, dass die Vermarktung passt, dass das Weitere gut gelingt, das Weitere reifen. Weil so ein Wein liebt ja und hört nie auf. Ein Bild für unser Menschsein auch. So möchte ich den Segen Gottes erbitten und damit Gott dem Herrn danken für dieses Zusammenwirken von Natur und Mensch, von Schöpfung und Winzer. Preist den Herrn, denn er ist gut. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Der Wein erfreut des Menschen Herz. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du schenkst uns den Wein als Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Dein Sohn Jesus Christus hat den Wein erwählt als Zeichen des neuen Bundes in seinem Blut. Segne diesen Wein, den wir zu Ehren des heiligen Martin und auch des heiligen Leopold trinken werden. Lass uns erfahren, dass du der Gott bist, der die Herzen der Menschen froh macht und Gemeinschaft stiftet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und wenn jetzt nicht nur den Wein direkt besprengt habe, also das Fass mit dem Wein besprengt habe, sondern auch in eure Richtung, nicht auf die Linsen drauf, aber in eure Richtung sprengen wird, das geweihte Wasser. Soll das einfach ein Wunsch sein, dass das Zeichen des Lebens, das Wasser, das ja nicht zu trennen ist vom Wein, dass das einfach der Segen ist mit uns allen. Ein offener Himmel, auch für dieses kommende Jahr. So beschließe ich die Segnung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und gratuliere herzlich. Auf geht's. Achso. Ja, das ist die moderne Zeit. Also das sind die Einspielungen, die man doch nicht. Ich spiele es live. Background. Also die zwei sind ja Geld wert, das haben wir schon festgestellt. Gut, es darf im Anschluss dann ausgiebig verkostet werden. Vielleicht eins, ja, vorne beim Fass ist Selbstbedienung. Das ist ein Gemeinschaftsprodukt, ja, von allen
anwesenden Winzern ist da was dabei. Also jeder, der einen Mottern-Cuvée trinken will, holt sich den beim Fass und ansonsten bei den einzelnen Winzern. Ich wünsche schon einen schönen, netten und unterhaltsamen Abend. Dankeschön.